Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Tag Nummer 5 in der 30-Tage-Challenge. Eigentlich war ein anderes Video geplant, aber ich bin heute nach Hause gefahren und ich dachte mir, wow, ich kann mich gar nicht an die Pack-Animationen von ganz Anfang in FIFA erinnern. Deswegen habe ich mir gedacht, wir schauen uns das gemeinsam an. Bis FIFA 15. Von FIFA 09 bis FIFA 15 schauen wir uns andere Packs an. Ab FIFA 16 kommen meine Packs. Mit meiner Reaktion, das sind einige Flashbacks. Gebt doch gerne einen Daumen nach oben auf das Video, beziehungsweise gebt doch einen Daumen nach oben auf das Video oder schreibt das in die Kommentare. Wenn ihr ein All-Time-Best-Of von meinen allerbesten Packs haben wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Schreibt einfach eine Eins in die Kommentare, wenn ihr das sehen möchtet. Des Weiteren, ihr könnt mich heute in Salzburg treffen. Auch das liest am besten in den Kommentaren durch. Ich hab's euch angepinnt. Aber Leute, lasst uns jetzt nicht weiter schnacken. Ich habe mir das Video rausgesucht von Ason Gibb. Den kennen sicher einige von euch. Der hat knapp 2 Millionen Abonnenten. Da habe ich schon kurz reingeseppt. Alter, das sind kranke Packs dabei. Pilot Pato ist wieder zurück. Wir schauen uns das Ganze an. Video ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Let's go, ich bin gespannt. FIFA 09. Was war euer erstes FIFA Ultimate Team, Leute? Schreibt das in die Kommentare. Alter, das war das erste Pack Opening. Ich schaue, also ja, Ronaldinho ist cool, aber Ribery 84 Rating, das ist krass. Mein erstes FIFA Ultimate Team war 13, by the way. There's also like Rooney and other players as well, but yeah, who gives a shit about them? Now, moving on, FIFA 10 Ultimate Team. I legit could only find one pack on YouTube of a FIFA 10 pack. Leute, Real Rap, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wenn das heute in diesem Spiel wäre. Man würde glauben, was ist das für ein Billo-Spiel, ne? It was this one. And boom, what did he get? He got Raul. Raul 81? The year where people finally started recording their own reaction. Gut, da hat sich aber anfangs kaum etwas verändert, ne? Sieht alles ziemlich gleich aus, aber trotzdem würde das heutzutage sein, jeder würde sagen Schmutz. This is when gaming videos just became like a thing. So what I'm gonna do is show you 89 Rating Ronaldo. Alter, was für Flashbacks, rechter Flügel. 3 packs on each ultimate team. So yeah, enjoy. It's Messi. Oh my god. Oh my god. Oh, geile Musik. FIFA 12. Ibrahimovic! Oh my god! Oh my god! Oh, oh my god! Yes! Oh my god! Ich schwöre, Leute, ich liebe solche Reaktionen, wo wirklich so quietsche Stimmen kommen, Alter. Und wisst ihr, was mich damals aufgeregt hat? Diese Aufstellungen. Wer hat das damals gefeiert? Ich überhaupt nicht. Ibrahimovic! Oh my god! I can't breathe! I can't breathe! Finland, kenn ich gar nicht. I'm sorry, Mom! I'm sorry, Mom! I'm sorry! Oh my god, baby! KSI! Oh my god! Oh my god! I saw Neymar! Diese Lache ist einzigartig, Leute. So wie euch meine Lache unterhaltet, aber das ist eine einzigartige Lache. KSI, die Legende. Neymar! Neymar von Santos. Neymar! Neymar! Oh yes! Jesus! Neymar! Danke, KSI, ich bin nicht mehr werbefreundlich. Ich werde das rauspiepen. Oh, yes! 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 Oh my god! Finally! Alter, diese Zeit mit KSI und Road to Shore und so weiter, zu krank. Beast! The Beast! Oh. Das bringt mir Penis. FIFA 13. Da habe ich begonnen, aber da habe ich keine Packs geöffnet. Da habe ich noch so eine Art Road to Glory gemacht. Konnte man schon in den vorigen Teilen aufladen, Leute, oder ist es erst ab FIFA 13 gegangen? Weiß das jemand? Open a special. I swear to God, it's Ronaldo! Ronaldo! Ich feier das Ding. Ronaldo! Ronaldo! Hart mit 84 Rating. Get in there! Groß 84 Bayern. FIFA 14 kommt jetzt. Oh, Road to Shore! Oh my god! No! That's
What? That's my, I swear that was my first pack. You saw me. That's my first pack. Can't do much about that. Right, come on. Oh my fuck. No, 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 no. Leute, an welches Tier erinnert euch das? Schreibt mir das Tier genau jetzt rein. Wie ein kleines Babyferkel. Yes! Watch! Oh, Mario, Alter, yes! Krank. Yes! Damals, glaube ich, gab's noch gar keine 99-Rating-Karten, ne? Alter, also das sind schon krasse Flashbacks, diese Pack-Animationen. Jetzt kommt FIFA 15, da bin ich gespannt. Ist, glaube ich, Black Friday, oder? Just from this pack opening, it's crazy. No! No! I don't even care! 92 rating. Oh my days! Oh my days! Oh my god! Holy freaking shit! Ich muss sagen, FIFA 15 fand ich jetzt nicht so geil, die Pack-Animation, ne? Jetzt kommen wir zu meinen Packs, Leute. Ab FIFA 16, da geht es jetzt mit meiner Sache los. Ich mache jetzt 3,5 Jahre YouTube, das ist krass. Ich war damals, glaube ich, der einzige deutschsprachige YouTuber, der Team of the Season Messi gezogen hat. Es ist auch krass, mich jetzt zu sehen. Aber wie gesagt, eins in die Kommentare für ein Video mit meinen all-time-besten Packs. Schauen wir mal, FIFA 16. Bitte, es muss ein blauer Spieler drinnen sein. Bitte, bitte, bitte. Komm, bitte! Oh, 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 oh mein Gott! Oh mein Gott, Messi! Guck mal, wo ich da hinschaue, Alter! Oh mein Gott, Lionel Messi! Oh mein Gott! So krass! Freunde, ich habe noch nie Lionel Messi gezogen. Das war bis heute auch mein einziger Messi. Ronaldo, glaube ich, habe ich 3-mal gezogen. Oh mein Gott. Lionel Messi. Wahnsinn, Alter. Wahnsinn, da kommen richtige Flashbacks. Also das war jetzt mal FIFA 16. Oh, FIFA 17. Team of the Season Hazard habe ich mir rausgesucht. Ich glaube, da hatten wir einen 12-Stunden-Stream oder so. Kamera, ich weiß nicht, der Filter und so weiter. Alles komisch eingestellt. So krass. Oh my Lord. Danke nochmal, Philipp. 15 Euro Donation. Krass. Let's go. Danke. Walkout, Freunde. Es ist ein Walkout. Es ist ein Walkout. Es ist ein blauer Spieler. Bitte nicht Ellie. Bitte nicht Ellie. Es ist... Nee, 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 nee. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott, Freunde. Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also, oh mein Gott, Counter. Könnt ihr schon mal reinschreiben? Also, wow, ich war richtig stolz auf den Typen, als ich den gezogen habe. FIFA 17, muss ich sagen, gehört zu meinen All-Time-Favoriten, was die Pack-Animation angeht. Dieses davor, dieses, wo das X kommt oder auf der Xbox, keine Ahnung, ob das A ist, wo man schon weiß, okay, jetzt kommt der Walk und jetzt nur noch auf die Flagge hoffen. Das war geil. Das war ein geiles Gefühl. Ich habe jetzt überlegt, welches Pack soll ich euch zeigen? Kanté oder De Bruyne? Wegen der Pack-Reaction. Wegen der Pack-Reaction zeige ich euch De Bruyne. Was ist jetzt für ein Pack, Leute? Lasst euch etwas einfallen. Das gute alte Nose-Pack. Das gute alte Nose-Pack. Komm. Ich bin schon nervös. Oh! Ja! Wir haben es geschafft. Das gute alte Nose-Pack. Das gute alte Nose-Pack. Es ist der Primo. Es ist der Bruno! Es ist der Bruno! Leute, ich muss die ganze Zeit lächeln, ohne Witz. Ich muss die ganze Zeit lächeln, mir fehlen ja die Worte. Oh, es ist der Bruno! Oh mein Gott, das gute alte Nosepack! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aber eines ist euch sicher aufgefallen, bei meinen geilsten Packs im Video ist meistens immer diese Musik, weil das meine absolute Lieblingsmusik ist. Und Leute, mein persönlich All-Time-Favorite in Pack-Animation ist die von FIFA 18. Wenn man die wenn man das mit der Architektur von FIFA 19 kombiniert, mit dem Schlitz in der Mitte, das ist die mit Abstand beste Pack-Animation. Ohne Witz. Wenn man noch das von FIFA 19 hinzufügt mit dem Boden, wo das plötzlich weiß leuchtet, ohne Witz. FIFA 20 sieht auch cool und modern aus, aber FIFA 18 in Kombination mit FIFA 19 wäre mit Abstand das geilste. Was ist eure beste Pack-Animation, eure Lieblings-Pack-Animation? Schreibt mir das mal rein. FIFA 19 kommt jetzt. Die kann ich
ich euch nicht lange zeigen, weil das wird dann safe geclaimed. Ja, 24.10. Prime Icon Ronaldinho. Mache ich das so? Dann kaufe ich jetzt erstmal noch gar nichts, Leute. Okay? Was sollte ich... Oh! Von denen habe ich gesprochen, Leute. Was sollte ich... Von dem weißen Boden und dann in Kombination mit FIFA 18. Oh! So geil. Oh! Nein! Eine Legende, Leute! Eine... Nein! Nein! Ich hab Ronaldinho Prime! Ich hab... Leute, ich hab Ronaldinho Prime! Ich muss da leider schon beenden, aber Leute, was für ein fucking Flashback. Wer von euch war dabei? Alter. Und jetzt kommt etwas Unglaubliches. Wirklich, es ist kein Fake, wie es im Titel steht. Es ist kein Fake. 90 Kulit in einem Silberpack. Leute, ihr könnt alles überprüfen. Ich gehe, das Twitter ist natürlich in der Videobeschreibung. Es sieht ungecuttet aus. Es ist ungecuttet. Es war wirklich ein Silberpack. Gebt euch das Ganze. Schaut, Leute, hier. Seltene Silberspieler-Set wird jetzt geöffnet. Guckt nochmal hin, ich möchte es euch hier nochmal zeigen. Das Video hat 640.000 Aufrufe, ist ein Deutscher. Guckt jetzt. Ich dachte echt, ich traue meinen Augen nichts. Das ist einfach unglaublich. 90 Icon Kulitz. Unglaublich, aber wahr. Also ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte, wenn das mein Pack gewesen wäre, ne? Das ist wow. Einfach just wow. Auf jeden Fall Grüße gehen raus. Jens, folgt mir auch. Ehremann an der Stelle. Ihr könnt euch das nochmal anschauen. Hier ist auch nochmal das Beweisbild. Unglaublich einfach. Das ist zu krass. Und ja, jetzt interessiert mich das. Was ist eure all-time beste Pack-Animation? Schreibt mir das in die Kommentare. Dann eins in den Chat quasi. Wenn ihr ein all-time best Pack-Opening von mir sehen wollt. Und natürlich drückt den Daumen nach oben auf das Video. Macht es gut. Morgens Squad Builder Battle. Ciao. Übermorgen.